Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved Let's Play. Wir waren hier ein bisschen die Gegner erkunden und tun jetzt mal wieder zurückkehren ein wenig. Oh, eine Ente. Ich will eine Entenzucht aufmachen. Ich hoffe, das geht. Ah, ich denke, es geht schon. Ja. Ach, ich liebe die Welt. Darf ich nochmal sagen? Ich liebe die Welt. In den Modpacks hat es immer wieder störende Sachen, wie zum Beispiel Meteoriten und solche Sachen, die ich nicht so gern habe. Wenn man eine eigene Welt gemacht, erschaffen hat durch ein eigenes Modpack, dann fühlt man sich einfach viel wohler drin. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch. So, hier sind wieder die Magic Forest. Genau, stimmt. Ja, ist alles schon ein bisschen her. Der Grasgarten. Nehme ich auch mit. So, wo sind wir denn? Wir sind hier bei dem Dorf. Na, das ist das Dorf hier unten. Gut, dann müssen wir hier drüber. Ja. Ich freue mich wieder riesig hier weiter zu spielen mit euch. Und ja, dank euch bin ich auch sehr viel weitergekommen in einem Let's Play, ohne zu merken, oh ja, ich mache das für nichts, oder? Es ist einfach cool, so langsam eine gute Community zu haben, die auch die ganze Zeit schreiben oder so Sachen. Was mich nur stört, ist die ganze Ausnutzung von Werbung. Also viele wollen bei mir noch natürlich Werbung machen und so. Die kommen erst gar nicht dran. Die können es gar nicht schreiben, weil das von so einem Art Spam-Filter abgewehrt wird. Also, ja, sind sie ja selber schuld, dass sie unnötige Arbeit machen müssen. Birne, haben wir Birne schon? Haben wir Knochen? Wir haben keine Knochen. Mann, wir haben nie Knochen dabei. Ich sollte mal Knochen in den Ding tun. Ah, haben wir. Haha, aber gut, dass wir das haben. Dann haben wir mal Knochenmehl. Endlich mal. So, sollte man nie wieder auslegen. Gut, was ist denn am reifesten? Der da. Haben wir immerhin mal eine Birne mitgenommen. So, wenn wir noch nicht haben. Ich glaube, Birnen haben wir noch nicht. Aber ja. Lily of Valley ist giftig, hä? Ach, weg da. Du auch. So. Das ist ein bisschen schade, dass man dass alles giftig gemacht wird. Man läuft ja auch nicht über Pflanzen und ist vergiftet. Im Real Life, also bitte. Naja. Ist halt ein Mod. So. Also dann rennen wir den Rückweg. Da haben wir schon vieles gefunden. Und oh, das ist schön hier. Hier haben wir noch Kräutergarten. So, hau ab. Ja, irgendwie ist es nicht so gut gemacht mit Minecraft, dass automatisch in die Tab-Leiste die Items geworfen werden.
Na gut. So, ja, ich bin immerhin ausgeschlafen, aber ja, mit der Stimme geht es noch nicht so gut. Ich hatte immer wieder Probleme. Ich habe auf die Zunge gebissen. Meine Zunge ist am Arsch. Nein, nicht ganz am Arsch, also ein bisschen eingebissen. So. Wegen dem Unterzucker, weil ich ja keine Kontrolle über den Körper hatte. So, ich muss hier. Soll ich hier reinlegen? Das da? Nein, das ist Pflanze. Nein, da ist glaube ich nichts. Vor allem hier muss ich die Sachen reinlegen. Ja, alles in der Ordnung machen. So, das Violett mal raus. Stinkhorn. Haben wir hier irgendwo eine Pflanze mit Blumen? Eine Pflanze, eine Kiste mit Blumen. Kiste mit Blumen. Ja, wir brauchen mal etwas ganz Großes. Ja, machen wir das alles mal rein. Ordnung müssen wir jetzt noch nicht behalten. Ich brauche ein besseres Minecraft. Also, was haben wir denn hier noch? Matsch. Matsch gehört. Ja, mal hier hin. Das kommt hier hin. Mal ein bisschen Holz wieder mitnehmen, hä? Dann mal ein bisschen sortieren, wenn ich mal nicht aufnehme. Aber wir waren ja weg, ich konnte gar nicht viel machen. Wo haben wir denn das Holz hingetan? Hallo? Hier haben wir ein bisschen Holz, gut. Müssen dann auch mal wieder fällen. Machen wir das rein. So. Gut, also da müssen wir dann einen Stein finden, der uns gefällt. Ich möchte irgendwie so einen Granitkeller machen, aber ich habe so wenig Granit. Oder ein Marmor. Ja, Marmor ist vielleicht schöner. Ist Quarz. Marmor, Pflasterstein. Diorit. Diorit, Marmor, Pflasterstein. Da. Marmor, Pflasterstein, da, Marmor, Pflasterstein. Gut. Können wir das braten? Nee, oder? Doch. Was kommt dann draus? Was kommt, wenn wir es so machen? Bruchstein. Ah, nur normal Stone Path. Schade, ich dachte, man könnte das auch machen. Dafür haben wir jetzt wieder Eisen. Gut, der ganze Marmor kommt hier raus. Das ist sehr gut. Dann machen wir wahrscheinlich entweder Bricks, was schöner aussieht, oder einfach das normale Marmor. Und kleiden das mal ein bisschen aus hier. Ja, dann können wir gleich mal den Teich eigentlich so ein bisschen. Ja, mehr machen wir weg. Wir haben keinen Platz für den. So, hey, Bauer, was geht, hä? Der arbeitet immer so hart. Schaut den Kühen hinterher. Ja, die Kühe. Ja,
mache ich das mit Marmor mal zu. So, jetzt machen wir noch eine Baufolge. Dann möchte ich noch schauen, ob ich den Wetterbald schaffe. Ich brauche unbedingt eine Portalgun. Ist zwar extrem gecheatet, aber wir haben ja auch ein Bauprojekt und ich brauche einfach die Sachen. Schon ein bisschen. Wieso gibt es denn den Mod überhaupt? Ja, da will einer einfach mal ein bisschen Portal spielen. Hat sich den Mod gedrückt, fertig. Bin in einem richtigen Spiel, würde die Portal Gun wahrscheinlich nie sein, auch wegen dem Copyright-Verletzungszwecks. Naja. So. Ich hoffe, wir haben alles. Und jetzt tun wir hier mal ein bisschen das Zeugs weggraben. So, wir müssen bis hier weggraben und dann das auffüllen dort mit dem Stein, den wir hier noch haben. Das Granit möchte ich nicht verwenden. Der Marmor. Für mich ist Granit weiß. Für mich ist Marmor schwarz, also richtig schwarz, wie manchmal bei den Küchen, bei den alten. Ah, wir hatten früher eine Marmorküche, das war sowas von cool. So. Was haben wir denn noch hier? Das. Das. Der Rest können wir noch nicht so gut zumachen. Das muss ich oben nochmals ausmessen. Ich will hier ein exaktes Haus haben. So, Didi. Hopp. Ja, Eier. Mal kurz Eier so einsammeln. Ihr Plopp-Geräusch da. Da haben wir kein Ei gerade. Noch nicht oder so. Gut. Also, wir machen das kurz. Hallo Hühnchen, kommt. Was habt ihr denn? Gut, haben wir nochmals zwei Hühnchen. Hey Hühnchen, komm mal zu mir. Machen wir dann die Dinge mal ein bisschen weg. Bäume, Büsche und Lianen. Hallo? Du bist nicht? Okay. Also, ich denke, da braucht man die Schere dafür. Dann machen wir die Liane noch kurz weg. So. Swedish Efeu. Okay. Schwedische Superhelden. So. Ah, schön. Das ist immer schön, hä? So. Ja, ich bin noch ein bisschen konzentriert, aber ne? Ein paar Parts, es ist auch wieder besser. Es ist halt alles wieder zum Reinkommen. So. Oh Mann, wir haben nichts zum Hochstecken. So. Und den können wir lassen. Der muss sich unbedingt entfernen. Ich will die Tiere nicht rauslassen. Die Schere bitte.
So, und ich will gerne raus hier, hey. So. Ach komm. So, und dann machen wir auch das. Gut. Jetzt sollte es eigentlich ein bisschen safer sein. Okay. Hier auch weg. Da sind sie noch. Es gibt so viele Elfers jetzt, dass man schon ein bisschen besser aufpassen muss. So. Ach komm. Oh. Gut. Und dann zurück. Ah, der Baum ist hier im Weg. Der Baum ist jetzt im Weg. Okay. Ja. So. Gras. Wir haben Gras dabei. So, ich mach mal die da hier rein. Und das Eisen mal hier hin. So, ja, Pizza haben wir, Zucker. So ein Müll. So, machen wir das hier rein. Okay, dann gehen wir mal, was wollten wir noch? Genau, zum Stein, zum Marmor. Ja. So. Und schauen das mal an. Oh. Sieht zwar jetzt nicht so altmodisch aus, aber das sieht richtig genial aus. 1000 Mal lieber als so, Punkt, der so ganz glatt ist. Ja, viel lieber. So. Jetzt müssen wir schauen. Wir haben hier ein bisschen Ding. Was hat mir gesagt? 10 mal 10. 12, 14 glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mal 14. Sind wir 14 mal 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Dann haben wir hier eigentlich die. Au, ich wollte eigentlich setzen. So. Wir könnten aber auch hier vorne noch eins machen, haben wir in der Ecke. Ja, dann passt es aber nicht. Ja, okay. So, und hier auch. Das mache ich jetzt mal ohne Kabel der Blocks. Ja. Okay. Ich möchte aber,
kurz ausmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, ist richtig. Gut, ich möchte eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie die Kiste machen soll, aber... Schade, dass man jetzt die Blöcke nicht sieht hier hinten schräg. Die Säulen. Ich will nicht... Ah, ich will doch nicht die reinsetzen. Das ist immer das Blöde und Kabel der Blocks. Müssen natürlich immer anvisierbar sein. So. Ich muss das anders machen. So. Und dann hier oben mal Buggy. Okay, Buggy, Buggy. Genau, jetzt haben wir es viel besser gemacht. So. Ach komm, hey. Ah, schön. Das sieht so geil aus. Das ist doch mal was Geiles, oder? Okay. Die nächsten Wände können wir dann später machen. Ich was sollen wir noch machen? So, die Schere muss ich nicht mehr nehmen. Die Eisenhacke auch nicht. Gut. Ja. Die Reuse. Da brauche ich ja wieder Fäden. Haben wir schon leer, genau. Als Essen haben wir genug. Haben wir hier jetzt die Birnen. Schon. Ja, das sind die Birnen. Okay. Also eben, ich brauche einen Witterstern. Ich brauche... Was brauche ich alles noch? Eine Rüstung, eine gute. Wie viele Diamanten haben wir? 18. Ja. Ich gehe einfach mal ohne Ding rein. Und vielleicht auch nicht gerade jetzt mit Monster. Ja. Ich weiß es nicht. Bin halt nicht mehr so gut geübt. Ein Medium Fisch. Wahrscheinlich eine ein Hecht oder so das. Okay, dann gehen wir in den Nether. Ja, 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 ja. So, Waypoint haben wir hier. Das Bone. Da ist die Festung. Ich möchte mal in die Richtung gehen. Okay. Dann schauen wir mal, was wir so finden in einer netten Festung. Und wenn es eine gute ist, wo viele Skelette spawnen, machen wir eine Farm dort. Nur Eier. Das habe ich gedacht, ich bekomme das lieber later oder so. Wie du ein Snake Egg. Ja, ich kann noch ein paar Quarzkristalle mitnehmen.
So. Und ja. Gehen dann hier rüber. Was ist hier drin? Alles nur Ding. Mit Dreck drin. Mit der Stein. Wir müssen irgendwo zur Festung hoch. Da. Am besten. Aber das ist also langsames Fleisch. Und der Part ist auch bald vorüber. Schade. Aber da haben wir gleich im nächsten Part dann wieder das Spannende zum Weitermachen. Ein bisschen zu breit, habe ich das Gefühl. Ist hier wieder etwas Unsichtbares. Was ist denn hier? Da ist irgendwas Unsichtbares drin. Jetzt bin ich drin, kam ich rein. Also irgendwie sind die Blöcke hier ganz verbuggt. Das ist ein bisschen schade. So, Dille. Kommen wir jetzt oben an irgendwann. Jetzt. Gut. Jetzt sind wir oben. Schön. Das ist nicht schön. Ist das jetzt hier Wasser oder ist das jetzt hier Blut, was schädlich ist? Ich will hier zuerst mal rein. Mal schauen, was da drinnen ist. Boah, bin ich konzentriert. Was ist hier drinnen? Hornissen, Bienen. Was ist hier drin? Das sind Bienen? Ja, aber wo? Müssen wir jetzt sogar ganz durchbuddeln? Ich dachte, da sind Waben drin. Ja, ist auch Minecraft. Das ist schon mal ein bisschen anders. Boah. Langsamkeitswasser. Honig. Schneller, ich ertrinke. Oh, was ist denn hier? Langsamkeit und alles. Schauen wir mal kurz unten zuerst. Ja, da ist nichts, oder? Da ist etwas. Hier drinnen gewesen, da weiß ich es jetzt noch nicht so, wo dann hier die Schätze sind oder was das ist. Oder ist es wirklich nur ein Gegner-Spawn? Kann ich kaum glauben. Ich bin nicht so der Profi-Biom, so Plenty-Gamer. Da irgendwie hochkommen. So, jetzt kommen wir hoch. Ja. Bienenstockblock. Ja, das sind wir draußen. Und hier, das ist ein Honigblock. Honigblock. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Irgendwo drin. Der Honig geht irgendwie weg. Und
Sekunde generiert der Honig. Sieht aus, als ob er austrocknen würde. Gut. Also haben wir dann sonst hier etwas Komisches noch. Schon wieder oben. Ich dachte, ich hätte einmal eine Kiste oder so gefunden, aber naja, leider nicht. Mehr will ich jetzt mit euch auch nicht erkunden, sonst ist es euch zu langweilig. Und mich auch schon fast. Ich muss nur noch wissen, wo wir reingekommen sind. Naja. Wir gehen hier raus. So, also, wo sind wir reingekommen? Dort. Sieht das aus. Aber genial gemacht. Wirklich genial. So, also dann gehen wir in die Festung. Ja, jetzt muss ich leider ein paar beenden, aber ja, was wir in der netten Festung so finden, dann auch mit Monster, seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, richtig toll hier. Tschüss.